Heiliger Geist, ich bitte so sehr um Hilfe, um deine Führung, damit ich dies hier als heiligen Augenblick, als die eine heilige Beziehung erfahre, durch unseren einen geeinten Geist. Ich bin gekommen, um Frieden und Freude und Liebe zu erfahren. Mir ist der wahre Geistesfrieden gegeben. Die Ruhe, die Stille. Deshalb will ich diesen heiligen Augenblick dir, Heiliger Geist, Gott, Vater, geben. Hab du die Führung. Denn dir möchte ich folgen. Ja, dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung und nur deine Anleitung mir Frieden bringt. Alles, was mir nicht Frieden bringt, ist nicht von Gott. Woher weiß ich jetzt, ob ich wirklich im Frieden bin? Ich nehme ja scheinbar noch was anderes wahr. Hab ja noch Ideen von Unfrieden oder Angst. Dieses nur als das zu sehen und das jetzt dem Heiligen Geist durch die Innenschau, dort wo dein innerer Altar ist, abzugeben, zu sehen, Unfrieden, Angst, Konflikt, Ärger, Groll sind nicht die Wahrheit. Und diese Ideen dazu, diese Gedanken dazu, die Situationen, Personen oder was auch immer, die zu erfassen und die wirklich auf den inneren Altar zu legen, damit der Wandel geschieht, damit Heilung geschieht. Und das ist das Wunder. Aber ich muss die Sühne total annehmen. Und die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes, die ich selbst bin, das ist mein heiliges Selbst, mein Fundament, in allem sehe, weil doch Gott in meinem Geist ist. Ich sehe sozusagen alles mehr und mehr neutral. Ich löse mich von meiner eigenen Idee von Welt, von meinem eigenen Film, den ich so persönlich nehme. Und das bemerke ich doch durch all die Emotionen und Wallungen, Gefühlsduseleien, Verletzungen, Angriffe, Urteile, all das. Voll die Schlammschlacht. Immer wieder, auch wenn es vielleicht kaum offensichtlich ist. Ich kann ja in meinen Gedanken ordentlich losschießen. Vergiss nicht, Geister sind verbunden. Das verursacht solche Störungen. Dann ist unser Kontakt gestört. Nur durch meine Gedanken.
auch wenn ich vielleicht jetzt nicht weiß, was du genau denkst. Aber durch unsere Beziehung, durch unser Miteinander bekomme ich das doch mit. Ich bemerke doch, bin ich sicher in Gott? Bin ich jetzt klar da? Oder der Bruder? Oder sind wir dissoziiert durch unsere Ego-Gedanken? Wir dissoziieren durch die Ego-Gedanken, die uns ja so real, so wirklich vorkommen. Aber sie schmeißen uns aus diesem einen heiligen Augenblick, aus dieser einen heiligen Beziehung, die immer jetzt mit Gott ist. Und mit Gott zu sein, beschert dir einen so klaren Geist. Und da braucht es jegliche Hilfe, bis ich anerkenne, dass wir darin alle eins sind. Eines Geistes, ein Sohn, eine Liebe, ein Licht, eine Wirklichkeit, ein Gott. Die Auferstehung braucht es doch nur hier auf dieser niederen Ebene. Die Auferstehung in meinem Geiste, sich zu erheben über diesen scheinbaren Wahnsinn. Und die Auferstehung, das totale Annehmen der Sühne und meinen angestammten Platz einnehmen. Zeigt mir doch, dass ich so heilig, so unschuldig bin. Dass alles gut ist. Dass nichts geschehen ist. Dass ich nur der Traum bin. Ich bin gut, so wie Gott gut ist. Er hat mir alles gegeben. Und jetzt gebe ich ebenso, wie er mir gibt. Lass mich von all den Bildern nicht mehr irritieren, weil ich nur noch nach innen schaue, auf meinen einen heiligen Altar. Es ist immer derselbe. Es ist der Geist Gottes, dass ich selbst bin und dem vertraue ich total. Das ist mein sicheres Fundament. Und dann kann ich keine Angst, keinen Angriff mehr wahrnehmen, weil es das nicht gibt. Ich nehme es nur wahr, weil ich mich so
im Außen verliere und mich darauf so fixiere. Alles kontrollieren will, aufrechterhalten, irgendwie so oder so oder so, ne? Immer taxiere. Vergleiche. Unterschiede mache. Das ist doch alles nur mein nach außen geschaut, mit den Ego-Augen. Dann sitzt das Ego da immer noch auf dem Thron. Und hält den heiligen Altar besetzt. Das muss mir eben klar sein. Und ich kläre ja meinen Geist. Und deshalb kann ich das mehr und mehr sehen. Jetzt will ich mich nicht mehr irritieren, dass da vielleicht noch so hartnäckige Ideen von Krankheit sind oder Tod oder Leid, Schmerz, Mangel, was weiß ich. Mein Ego-Denksystem schießt ja mit allem kreuz und quer. Es ist alles dasselbe. Es gibt keine Rangordnung. Es ist nur dieses eine Problem, diesem einen Gedanken der Trennung. Mehr ist es nicht. Und zeigt sich in vielerlei Formen. Und so kreativ. So kreativ, dass ich denke, da hat ja jeder irgendwie so sein Ding. Ne? Ist so individuell. Das ist nicht wahr. Es ist ein einziger Angstgedanke, der sich so fragmentiert hat. Und nur ich kann das zurücknehmen. Mich im Glauben an Gott schulen. Und das kann mir nur Geistesfrieden bescheren. Ich schaue nur noch nach innen und nehme mich als diesen ruhigen, stillen Geist wahr. Ich brauche mich nicht mehr auf diesen Körper fixieren. Er folgt einfach nach. Ich brauche dann nicht mehr mit Sorgen drauf zu schauen. Ich bin nur Kanal für Gott. Ich bin nur Geist. Und dadurch wirke ich. Der Geist Gottes will durch mich wirken. Und nur das. Es gibt nur eine Macht. Es gibt nur einen Willen. Es gibt nur eine Welt. Und das ist Gottes. Und ich bin Ausdruck davon. Ich bin gerufen, das zu geben. Ich sprich eben aus diesem Tiefschlaf mal zu kommen jetzt, ne? Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Mein Sein in Gott. Mein Jetzt mit Gott. Mein Ruhen in Gott. Voller Gewissheit. Voller Sicherheit, voller Vertrauen. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt.
Bin gewiss. Und wenn ich ein Wort brauche, das mir helfen soll, so wird er es mir geben. Ein Wort. Es braucht so wenig Worte in Gott. Und wenn ich einen Gedanken brauche, wird er ihn mir auch geben. Gibt nur einen Gedanken Gottes, der einfach nur Ausdehnung seiner Liebe ist. Durch mich. Nicht mehr, aber auch gar nicht mehr diese Erscheinung hier. Und deshalb muss ich auch stiller werden. Beides für Gott eigentlich keine Erklärung braucht. Wer braucht da eine Erklärung? Ne? Ich bin doch klaren Geistes. Der Geist Gottes ist so still und somit bin ich es auch. Und deshalb werden auch diese Aufnahmen vergehen. Es ist ja immer wieder nur mein Lernen. Und das darf auch immer wieder losgelassen werden. An nichts festhalten. Es ist ja schon wieder vergangen. Möge ich mir selbst vertrauen durch meine Inschau. Gott ist total in mir. Ich brauche da nichts mehr von außen. Und wenn ich nur Stille und einen ruhigen, offenen Geist brauche, sind das die Gaben, die ich von ihm empfangen werde. Ich will diesen stillen, offenen, ruhigen Geist. Das ist so wunderbar. Diese Gelassenheit, diese Einfachheit, mehr und mehr wahrzunehmen. Es ist einfach nichts los. Er hat die Führung auf meine Bitte hin. Ja, bitte führe du mich, wenn ich mich selber führe in meiner Kleinheit, dann ist sofort Bedrohung da. Irgendwie ist dann immer Unruhe da. Immer irgendwie der Schrecken im Nacken. Dann ist es immer eher ein Maskentanz, ne? Dann setze ich immer irgendeine Maske auf, um irgendwie zu funktionieren. Das bin ich nicht. Ich bin das nicht. Hab du die Führung, Heiliger Geist, Gott, Vater. Ich mich erhebe und aufblicke und meine wahre Größe erfahre. Das Licht in mir erblicke. Meine Heiligkeit und Herrlichkeit.
meine Würde anerkenne. Mir darin total vertraue. Das ist die Liebe zu dir selbst, die dir von Gott gegeben ist. Beständig, jetzt. Er wird mich hören und mir Antwort geben, weil er für Gott, meinen Vater und seinen heiligen Sohn spricht. Danke, 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 Heiliger Geist, dass du so da bist. Mir wird so die Hand gereicht. Bin so sicher. Ich bin im Vertrauen. Ich bin so gewiss. Deshalb gehe ich einfach weiter. Völlig egal, was sich hier zeigt. Ich bin so frei. So total frei. Ich bin, wie Gott mich schuf. So unschuldig. So rein. So unverletzlich. Und danke immer wieder, dass mir das so klar und deutlich gezeigt wird, dass es nichts zu fürchten gibt, dass ich nicht angegriffen werden kann. Wenn Angriff, dann ist das nur eine Idee in meinem Geist. Todesgedanke. Das zeigt mir nur, ich habe mich mit diesem Körper, mit dieser alten Ego-Idee identifiziert. Und das ist alles. Das ist nicht der Wille Gottes. Also, Heiliger Geist, hier, bitte, nimm du. Das ist nicht die Wahrheit. Das bin ich nicht. Ich bin Sohn Gottes. Ich bin Gottes totale Liebe. Und nur das habe ich zu geben und zu empfangen. Und das ist das Wunder, was ich zeigen will. Es zeigt sich schon so sehr. Es ist der heilige Augenblick der Erlösung. Und wir kommen in Freude zusammen, mit Frieden. Wir sind lächelnder Geist.
Ruhiger, stiller Geist. Tritt zurück, tritt zurück, tritt zurück. Komm aus dieser unwahren Persönlichkeit heraus. Mein altes Denksystem. Meine Idee von Trennung ist sowas von unnahbar und zerstörerisch. Was ja Trennung ist. Und das ist nicht die Wahrheit. Jetzt will ich die Nähe Gottes, diese geistige Intimität. Diese Liebe, diese Zartheit, diese Zärtlichkeit. Diese eine Persönlichkeit in Gott, in Anführungsstrichen, eines Geistes. Eins, nur eins. All eins sein, alles fließt zusammen, kommt zusammen. Danke, danke. Gottes Segen. Ich segne und ich liebe dich im Namen des Vaters. Ja. Erfahre ich durch dich, durch den Bruder, keinen Frieden? Habe ich den Frieden nicht gegeben? Erfahre ich da keine Würde? Habe ich keine Würde gegeben? Habe ich die Würdigung nicht gegeben? Ich muss immer bei mir schauen. Ich habe das zu geben, damit ich das erfahre. Genauso ist es mit der Freude, mit dem Vertrauen, mit dem Lachen, mit dem Frieden, mit der Liebe, mit allem, was mir von Gott gegeben ist. Da ist mein Lernen. Hast du mir nicht von Gott gesprochen, habe ich dir nicht von Gott gesprochen. Ist dasselbe. Ne? Jetzt erinnern wir uns wieder an die Lektionen des Heiligen Geistes. Gib allen alles. Gib Frieden, damit du ihn erfährst. Gib Freude, damit du sie erfährst. Gib Würde, damit du sie erfährst. Ich kann es mit allen Worten, die mir von Gott gegeben sind, ersetzen. Es ist immer dasselbe. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Diese drei Lektionen. Geschieht Heilung. Gleich mein lieber Bruder. Wo auch immer. Na jetzt.